Herzlich willkommen zu Literaturwelten. Heute soll es um literarische Veranstaltungen in Präsenz gehen und um die Erwartungen des Publikums. Viel Spaß beim Zuschauen. Heute möchte ich kurz literarische Veranstaltungen in Präsenz irgendwie zusammenfassen und dabei fragen, was erwartet das Publikum eigentlich von dieser Veranstaltung? Welche Vorteile hat es, welche Nachteile, was man vielleicht dann beachten sollte? Und die erste Gruppe, das sind Veranstaltungen, bei denen ein Buch im Zentrum steht. Das ist zum Beispiel diese Wasserglaslesung, also eine Lesung, wo ein Autor oder eine Autorin eine längere Zeit sitzt und aus dem Buch vorliest, dabei eben aus dem Glaser Wasser trinkt. Und meistens oder früher ursprünglich nicht wirklich moderiert wurden. Die modernere Variante ist eben ein moderiertes Gespräch. Dann haben wir auch ein Buch, das im Zentrum steht, und über das Buch unterhält sich die Moderation mit dem Autor oder der Autorin. Eine weitere Variante ist eben eine Bühnenperformance. Also eine Show. Nicht jeder Autor oder jede Autorin ist wirklich ein Showman oder Showfrau, so dass es dann eine Performance auf der Bühne abliefern kann. Das muss man aber auch nicht. Umso wichtiger ist aber die Moderation. Und die weitere Variante, die auch mit in diese Kategorie kommt, ist die sogenannte, oder ich nenne das so, Literatur plus. Das ist Literatur plus Musik, Literatur plus Film oder Bild oder Kunst, Literatur plus ein anderer Ort, Literatur plus Essen, Literatur plus noch andere Literatur und noch andere Literatur. Das heißt, hier möchte man mit der Veranstaltung eine Erweiterung schaffen, so dass zum Beispiel die Musik einen Kommentar vielleicht noch zu dem Roman liefert oder ergänzt. Oder also hoffentlich ist dann auch immer wirklich alles durchdacht und passend ausgewählt, nicht dass die Musik oder die Kunst einfach keinen Zusammenhang mit dem Buch hat. Das wäre nämlich schade. Und bei diesen Veranstaltungen erwartet das Publikum eigentlich so einen tieferen Einblick in das Buch, das im Zentrum steht. Das Publikum möchte den Autor oder den Autoren oder die Autoren besser kennenlernen. Das Publikum möchte Hintergründe zu diesem Buch erfahren, auch worum es so geht, thematisch. Das Publikum möchte sich inspirieren lassen und sehr oft möchte das Publikum einfach mal den Autor oder die Autorin live erleben. Eine Besonderheit dieser Veranstaltungen ist, dass man im Nachhinein auch vielleicht das eigene Buchexemplar entweder signieren lassen kann, erwerben und signieren, oder dass man mit dem Autor oder der Autorin einfach kurz ins Gespräch kommt. Die zweite Gruppe, das sind Veranstaltungen, die eigentlich aus mehreren Personen bestehen. Und das ist einerseits themengeleitetes Podiumsgespräch und andererseits eine Kritikerrunde. Diese Veranstaltungen sind nicht so oft zu sehen, weil sie eigentlich recht kostenspielig sind. Vor allem, wenn es um die Kritikerrunde geht, da möchte das Publikum auch Personen auf der Bühne sehen, die man aus den Medien kennt. Und das kostet natürlich Geld für die Veranstalter. Deswegen sind die Veranstaltungen nicht so oft einfach zu erleben. Auch themengeleitetes Podiumdiskussionen, das sind meistens so Diskussionen, die zu einem bestimmten Thema erfolgen, so wie Umwelt
oder Identität oder Herkunft. Das sind so große Fragen, die die Gesellschaft gerade bewegen und interessieren. Und zu diesen Fragen werden dann auf der Bühne ein Autor oder eine Autorin, auch vielleicht ein Sachbuchautor oder Sachbuchautorin, vielleicht ein Journalist, vielleicht ein Politiker oder ein Wissenschaftler. Und sowohl bei der Kritikerrunde als auch bei dem Podiumsgespräch steht der Austausch und die Diskussion im Vordergrund. Das heißt, das Buch ist eigentlich so zweitrangig. Es ist spannender einfach, dass man neue Einblicke in ein bereits bekanntes Thema bekommen kann, dass man verschiedene Blickwinkel auf dasselbe Thema bekommen kann und dass man zum Beispiel verschiedene Argumente zu demselben Roman erleben kann. Und hier ist es aber wichtig eben, dass diese Gespräche gut moderiert werden. Eigentlich wie alle Veranstaltungen, die gute Moderation ist hier A und O. Denn wenn die Moderation es nicht schafft, einfach die Veranstaltung rund werden zu lassen, dann ist es so ein bisschen abgehackt und vielleicht weniger spannend. Die andere Art und Weise von Veranstaltungen sind Buchvorstellungen und sowas wie Literaturnächte. Buchvorstellungen kennt man meistens aus Buchhandlungen oder auch aus kleineren Häusern. Da haben wir an einem Abend einen Gast, der direkt mehrere Bücher vorstellt. Also man kann sich so schnell einen Überblick über aktuelle Titel verschaffen. Da erwartet das Publikum neue Leseinspiration. Das Publikum erwartet, dass es einfach mal neue Titel entdeckt, neue Autorinnen und Autoren entdeckt. Man möchte einfach hier einen Überblick bekommen darüber, was es so jetzt auf dem Markt gibt. Diese Veranstaltungen werden meistens von Buchhändlern angeboten, die ohnehin einen sehr guten Überblick über die aktuellen Veröffentlichungen haben. Und eine ähnliche Variante ist sowas wie eine Literaturnacht. Da werden abends oder nachts oder vielleicht auch tagsüber verschiedene Texte vorgelesen. Es werden auch Bücher vorgestellt. Da stehen aber mehr auch noch die Texte im Vordergrund. Das heißt, die Texte werden vorgelesen, manchmal das ganze Buch am Stück, manchmal aus mehreren Büchern, die irgendwie thematisch miteinander verknüpft sind oder auch durch einen bestimmten Genre oder so. Auch diese Veranstaltungen sind ohne Anwesenheit des Autors oder der Autoren, da werden einfach sozusagen fremde Bücher vorgestellt und aus diesen Büchern vorgelesen. Und wie gesagt, das Publikum erwartet hauptsächlich einen guten Überblick darüber, was es so auf dem Markt gibt und vielleicht neue Inspirationen für das nächste Buch, das man lesen möchte oder die nächsten Bücher, die man lesen möchte. Die nächste Form der literarischen Veranstaltungen in Präsenz, das sind Literaturkreise. Diese kennen wir eigentlich mehr aus dem privaten Bereich. Es gibt aber immer öfter Gruppen, die auch öffentlich organisiert werden, ob das jetzt digital oder wirklich vor Ort. So entstehen Literaturkreise. Man liest gemeinsam ein Buch im Vorfeld und trifft sich dann manchmal mit dem Autor oder der Autorin und manchmal ohne mit irgendeinem Kreisleiterin oder einem Kreisleiter und unterhält sich über das Buch. Hier ist eine Voraussetzung eine aktive Teilnahme. Das heißt, die Teilnehmer wollen auch mitdiskutieren. Sie haben das Buch gelesen, haben sich Gedanken darüber gemacht und möchten sich auch darüber austauschen. Daher ist hier wirklich die aktive Teilnahme das A und O der Veranstaltung.
Und die letzte Gruppe, die ich hier vorstellen möchte, das sind Places to Be. Das sind Literaturfestivals und Preisverleihungen. Das sind Veranstaltungen, also Literaturfestivals, das ist eine Reihe an verschiedenen Präsenzveranstaltungen, die unter einer Dachmarke zusammengefasst werden und in einem zeitlich begrenzten Rahmen stattfinden. Die Literaturfestivals und die Preisverleihungen haben eine bestimmte mediale Präsenz erlangt, beziehungsweise man hat sie zu wirklich medialen Ereignissen gemacht. Aus diesem Grund sind sie auch zu solchen Veranstaltungen, über die man gerne andere informiert, dass man eben teilgenommen hat. Also da haben wir eine recht hohe Quote an sozialen Interaktionen, sodass die Teilnehmer auch darüber informieren, ich war bei dem Literaturfestival da. Es ist eben ein Place to be und aus diesem Grund möchte man auch zeigen, dass man da ist. Und eigentlich ist das nur eine erzeugte Aufmerksamkeit und eine erzeugte mediale Wichtigkeit. Und wenn man möchte, dass die Teilnehmer auch andere Veranstaltungen, genau die Veranstaltungen als Place to be sehen und darüber auch berichten, dass sie teilgenommen haben, dann muss man die einfach nur medial wichtig machen, indem man einfach eine bestimmte Art und Weise der Werbung betreibt und sich darüber Gedanken macht, wie will ich meine Veranstaltung präsentieren, wie will ich meine Veranstaltung bewerben und wen erreiche ich dabei und was soll mein Publikum eigentlich so von der Veranstaltung bekommen. Das wär's von mir heute. Ich habe versucht, diese Veranstaltung irgendwie zusammenzufassen. Wenn euch natürlich irgendwelche Ergänzungen noch einfallen, wenn euch noch Veranstaltungen einfallen, die ihr vielleicht auch miterlebt habt, die ich aber jetzt hier nicht explizit irgendwie mitgruppiert habe, dann werde ich mich natürlich über eure Bemerkung und Meinung freuen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch nur gute Lektüre und spannende Veranstaltungen und viel Spaß beim Lesen. Tschüss!